schon ist man in L.A. Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, bin ich hier, weil 2K hunderte Journalisten, Twitcher, YouTuber und so weiter eingeladen hat. Und um Borderlands 3 anzuspielen. Das erste Mal auf der Welt, dass man es zocken kann und dass man es sogar zeigen kann. Ich kann sogar von hier streamen und ich bin ja der sogenannte Influencer. Und als Influencer hat man auch so eine geile Goodiebag bekommen. Wobei, mich würde mal interessieren, ob die Media das auch kriegt. Ob man als Journalist sowas eigentlich annehmen darf? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich die Flüge bezahlen lassen dürfen. Whatever. Darum soll es hier gar nicht gehen. Ja, es geht hier um Borderlands 3. So, ich habe mir 3XL geben lassen. Ich weiß nicht, was drin ist. Vielleicht ist 3XL auch zu groß. Moment. Ignoriert übrigens hier, ne? Ja, aufgeräumt ist anders hier. Aber das Hotelzimmer ist schön, möchte ich mal kurz sagen. Okay, machen wir kurz ein kleines Pack-Opening. Gucken wir mal, was da drin ist. Keine Ahnung, was das ist. Ein Pulli oder so eine Art Jacke. Und ein Poster wahrscheinlich. Alter, voll viel Swaggedy. Swag, Swag. Und Sticker. Geile Nummer. Okay, das haben wir zur Begrüßung quasi bekommen. Schauen wir mal kurz rein, was das ist. Ah, mit einer Hand ist das so... Mayhem is coming. Ist das ein... Lol. Es ist so eine Art Aufsteller. Der ist super massiv. So aus Glas oder so. Mega geilo. Ja, den muss ich jetzt eigentlich auch mal kurz anprobieren. Eigentlich ganz cool. Passt auch ganz gut. Aber schön. Danke dafür, 2K. Und danke für die Einladung. Ich treffe mich jetzt mit den Jungs unten. Und dann geht's zur Secret Event Location. Dafür geht's praktischerweise in den Borderlands-Bus. Ich hatte übrigens beim Hinflug weder Strom noch Internet, war aber trotzdem nicht langweilig, denn ich bin zufälligerweise auf einen Zauberer gestoßen, der mir einfach Tricks gezeigt hat. Und das seht ihr jetzt. Neuer Catering-Service der Lufthansa. Das geht's ja wohl nicht. Mag aber nicht so. Okay, Secret Location. Niemand wird sie jemals finden. Okay, erstmal Security Check hier. Dann und jetzt geht es rein. Wow, erstmal fast auf die Fresse gelegt. Okay, hier im Eingangsbereich gibt's erstmal so eine Chill Area, wo man sich hinsetzen kann, wo man arbeiten kann, die Xbox Launch und ein paar Sofas, sorry. Und stylisch hier, muss ich sagen. Und hier wird dann morgen das große Event stattfinden. Der große Livestream und ich darf hier von morgen auch aus Livestream. Guest Services, was auch immer das bedeutet, aber hier sind auch die Spielstationen. Aber offenbar sind sie noch nicht betretbar. Okay, das sind eine ganze Menge. Okay, das ist interessant. Ja. Pretty good. Das ist ebenfalls interessant. Und hier ist irgendwie eine große Schlange. Warum ist da so eine große Schlange? Okay, hier gibt es Getränke. Oh nein, das ist die Frühstücksschlange. Da stehen alle an, um sich was zu Frühstück zu holen. Und hier vorne. Ah, und Kaffeeschlange auch. Ach du heilige Scheiße. So, pass auf. Hier gibt es den Nitro Pop. Ja, das ist immer mit dem Captain Crunch. Irgendwie special gefroren. Habe ich mir jetzt mal gegönnt. Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss. Es raucht. Alter. Haben wir fast meine Zunge angeklebt an den Löffel. Aber lecker. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich heute doch noch nicht aufnehme, damit ich beim Stream alles das erste Mal erlebe. Also habe ich jetzt irgendwie einen Tag frei. Und dafür gehen wir in den Mall. In der Mall haben wir gefrühstückt und jetzt, weil wir Zeit haben, gehen wir noch
hoch zum Observatory, aber die Straße ist gesperrt, deswegen müssen wir laufen. Und zwar da hoch. Da, von da unten kommen wir schon. Bin jetzt schon am Sack. Aber die Jungs von Bonchoir, die sind frisch und jung. Nee, scheiße, die sind noch älter als ich. Aber frischer. Ah, hey. Andere haben es auch geschafft. Dann schaffen wir das auch. Komischerweise ist jetzt hier irgendwie Stopp. Und wir haben überhaupt gar keine Ahnung, warum. Ich meine, wir müssen noch bis da oben theoretisch, aber gerade geht's nicht weiter. Und wir haben keine Ahnung, warum. Währenddessen gibt's jetzt hier einfach Fotosession. So schlagen wir Zeit tot. Weil der Ausblick ist ganz schön. Das war ein harter Weg. Wir haben es geschafft. Aber hier sind Sachen abgesperrt. Ah, wir sind tierisch enttäuscht. Darum, aber da ist abgesperrt. Aber darum können wir. Und da ist übrigens der Hollywood-Sign. Aber jetzt gehen wir. So meine Aussicht. Fucking L.A. Ja, kann ich hier runter? Fuck. Ja, außenrum. Damn it. Machst das sehr schön. Was ist denn das für eine kleine Kamera? Sie ist winzig, aber dafür hat sie einen Stabilisator. Das sieht ganz geil aus. Ja. Ein paar Stunden später hat es uns auf den Santa Monica Pier verschlagen. Ein wenig Pokémon fangen. Und dann ausruhen für morgen. Und damit erneut guten Morgen aus L.A. Es ist ein neuer Tag. Versuchen wir das Ganze mit Borderlands 3 doch nochmal. Morgen zusammen. Morgen. Mina führt uns in mein Private Round 6. Während alle anderen noch da vorne warten müssen, dürfen wir hier schon einmal durchgehen. Oh, hier läuft es schon. Und wir werden jetzt in einer von 6 Private Rooms geführt, weil wir auserkoren sind. Oh mein Gott! Ich darf nicht allein gelassen werden. Verstehe ich auch, weil. Okay, schon sind wir alleine. Lass schnell das Spiel kopieren. Wir sind einfach in der Sekunde, einfach in der Sekunde rausgegangen. So, er darf nicht allein gelassen werden. Zack, weg. Ich glaube, denen geht es mehr um die Copy vom Spiel. Aber. Hier ist, glaube ich, noch eine Copy. Guck mal rein. Was ist in dieser ominösen Tasche 207? Nichts! Ein krasses Nichts. Ein krasses Nichts. Wahnsinn. Okay. Alright. Thank you so much. Okay, Chat. Wir sind am Schlüssel. Ja, und das war's. Ich muss jetzt den Raum verlassen und das war's jetzt mit Borderlands 3. Und jetzt müssen wir bis zum September warten, Alter. Das geht ja gar nicht klar. Hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Ich denke mal, ihr habt das am Stream auch gesehen. Das war richtig, richtig cool.
Und während die anderen jetzt L.A. gerade genießen mit diesem wunderschönen Wetter, habe ich mein Hotelzimmer abgedunkelt, Klimaanlage angemacht und schneide eventuell den Vlog und schreibe ein bisschen mit dem Simon, dem Magier, dem ich vor ein paar Tagen im Flieger kennengelernt habe. Der ist echt super nett. Der hat mir das hier geschickt. Mega geil, der hat auch einen YouTube-Channel, könnt ihr ja mal abchecken, wenn ihr wollt. Als wenn mein Taxi sowieso schon absolut genial wäre, habe ich heute noch so ein großes Finale am Ende meiner LA-Reise. Wenn ich Glück gehabt, ich habe noch einen Platz bekommen in einem Restaurant, wo es nur 10 gibt. Somni heißt es. Und das werde ich jetzt heute mal ausprobieren. Und nur als Beispiel, der erste Gruß aus der Küche, bevor ich überhaupt geseated wurde, ist das. Und das ist keine Nuss, das ist aus Zucker. Und man soll es in einem essen. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Gang vorstellen, aber da nehme ich euch auf jeden Fall noch mit zu. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich finde sowas abgefahren. Sieht komplett anders aus, also es schmeckt, aber ist fucking awesome. Und ich glaube, so geht das hier die ganze Zeit. Wir machen mal einen Schnelldurchgang. Schon bin ich wieder zu Hause. Was für eine verrückte Woche. Aber zumindest eine Woche, die ich wahrscheinlich nicht... Hallo, ernsthaft? Das war gerade das Geschenk, was ich meiner Freundin mitgebracht habe. Also eine Woche, die ich nicht vergessen werde, glaube ich auf jeden Fall. Auch wenn sie ein bisschen crazy war. Aber es war mir echt eine Ehre, Borderlands 3 jetzt schon spielen zu dürfen. Und es war viel besser, also noch viel besser, als ich erwartet habe. Es war echt gut. Und dann dieses verrückte Essen, was ich auch niemals in meinem Leben vergessen werde. Vor allen Dingen, ich kannte da ja niemanden. Aber danach kannte ich mehr als die Hälfte der Leute. Mich sehr gut verstanden mit einem Pärchen, die beide Anwälte sind, aber die Videospiele sehr gerne mögen. Und dann hat sich noch ein Koch eingemischt, der Videospiele auch sehr gerne mag. Und dann haben wir diskutiert, was die beste Plattform ist. Das war einfach nur alles abgefahren. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ihr seht es vielleicht ein bisschen gerädert, aber sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank, T2K, für die Einladung natürlich. Aber größter Dank gebührt natürlich euch Zuschauerinnen und Zuschauern dafür, dass ihr es immer wieder möglich macht. Und dabei seid. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Haut rein.